Hallo und herzlich willkommen zu einem sehr komischen Lichtspiel. Naja, wir beginnen erstmal wie jede Folge mit Green Hell mit Schlafen. Erstmal einfach eine Runde pennen, eine Runde chillen und dann gucken wir mal, was heute passiert. So, wie lange kann ich denn schlafen? Anscheinend sehr lang. Wir sollten dringend mal wieder was essen. Und was ich jetzt herausfinden möchte, was passiert eigentlich, wenn ich das Menschenfleisch esse? Hallo. Was ist denn jetzt wieder los? So. Menschenfleisch. Essen wir das doch mal. Bestimmt ist das eine gute Idee. 35 minus geistige Gesundheit, aber das geht ja noch. So toll war das aber generell nicht. Also das hat sich gar nicht gelohnt. Da war das andere Fleisch von den Schweinchen da besser. Oh, ich habe schon wieder Egel wahrscheinlich. Oder? Bitte sag mir, ich habe Egel. Bitte, bitte, bitte. So. Ja. Schön. Noch schnell mit dem schmutzigen Wasser hier waschen. Damit wir auch wieder schön sauber sind. Gut. Ach ja. Hier die Falle wieder aufstellen. Ganz vergessen. So, da müssen wir auf jeden Fall noch... Boah, schreck mich doch nicht, du kleines Ding. Hier den hier sammeln. Die sammle ich jetzt einfach nur für Maden. Da sind schon die ersten. Sammeln. Einfach nur, damit wir mehr Maden bekommen. Und ich sehe gerade, wir haben ja die Antiparasitenpilze. Das heißt, wir könnten wieder Wasser trinken. Vergiftetes. Aber an sich ist es keine gute Idee, ne? Egal, wir brauchen Wasser. So, also auf jeden Fall ist hier schmutziges Wasser trinken eigentlich keine so gute Idee. Das bringt, glaube ich, auch gar nicht. Ja, genau, das bringt gar nicht so viel. Nur 20 Hydration, das ist in etwa genauso wie wenn ich mir so zwei Kokosnussschalen koche. Das ist also nix. Ach so, ja. Irgendwie habe ich wieder mehr Parasiten bekommen. Keine Ahnung von wo. Macht aber nichts. Wir haben genug Pilze da. Darum habe ich das ja gemacht. Die Pilze, die geben uns auch was. So, eigentlich sieht es ja ganz gut aus bei uns. Das heißt, wir können uns theoretisch... Warte, wie viele von denen habe ich denn da, von dem Maden? Zwei, okay. Das heißt, die Ladung Fleisch, die lasse ich noch verrotten. Und dann würde ich gerne was mitnehmen, vielleicht. Oder kann man das einfach hier hängen lassen? Ich denke, man kann das auch hängen lassen, ne? Weil ich würde jetzt... Tatsächlich ganz gerne mal wieder irgendwo hingehen. Und zwar, warte, ich leg dafür wahrscheinlich die Axt hier rein. Genau, das ist eigentlich eine gute Idee. Weil ich will in die Höhle, die wir da am Ende vom Fluss haben. Und dort mal gucken, was passiert, wenn ich die Mineralien abbaue. Okay, manche Sachen kann man da anscheinend nicht reinlegen. Das finde ich nicht cool. Das finde ich echt nicht cool. Vor allem komme ich immer so schlecht an mein Messer ran. Weil ich brauche dafür eine Hacke, wenn wir da das Material in der Höhle abbauen wollen. Ja, was soll denn das? Warum kann ich nicht alles da reinlegen, was ich reinlegen möchte? Das ist ja voll für ein Arsch. Ja, das ist ja... Nein, das ist ein Blödsinn, wirklich. Das mag ich nicht. Warum kann ich nicht mein ganzes Zeug da reinlegen? Warum nur bestimmte Sachen? Also das ist ein Blödsinn, sorry. Ja, dann lasse ich das Messer einfach hier liegen, ist mir egal. Bringt ja mal gar nichts, die Kiste hier. Eigentlich bin ich froh, dass wir sie haben, aber das bringt nichts, wenn ich nicht alles reinlegen kann. So, und dann würde ich halt ganz gerne mal...
Falls ihr euch noch erinnert, da war eine Höhle hier irgendwo am Ende vom Fluss. Da würde ich ganz gerne mal reingehen und gucken, ob wir ein paar Materialien abbauen können. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, am welchen Ende. Aber für sowas haben wir ja eigentlich die Map, ne? Nein, das ist nicht die Map. Das ist die Map. Okay, die Höhle, die ich meinte, war, glaube ich, hier. Das wäre dann 42, 24. Das müsste man... 42, 24. Irgendwo so in dem Bereich. Ah, nein. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Okay, ich kann nicht sagen, ob das der richtige Weg ist. Ah, nein, okay, wir entfernen uns eher. Das heißt, wir müssen da lang. Für die Höhle. Wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich hoffe sehr, ich habe es richtig verstanden. Weil wenn das so klappt, dann kann ich mich endlich mal mit der Karte orientieren. Das wäre echt ganz gut. Zwei, 46 W, was heißt das W? Wahrscheinlich Westen, oder? Also wir scheinen auf jeden Fall näher zu kommen. Oh, 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 Banana. Dankeschön. Mal gucken, ob das so wirklich klappt. Wenn ja, dann bin ich ein Vollprofi. Hopp, 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 hopp. Hier ist ja noch was. Was geht jetzt ab? Auf einmal finden wir voll viele Sachen. Ja, das war die Antiparasit, aber wir brauchen jetzt kein Flusswasser zu trinken. Das hat ja eh nicht so viel gebracht. Ich dachte mir nur halt, wenn wir schon was gegen Parasiten da haben, dann kann man das gleich nutzen. So, 42, ne? Mal gucken, ob ich's hinkrieg. Ich bin selber etwas gespannt. Normalerweise sollte es ja reichen, wenn wir nur in der Nähe sind, dann müsste ich die Höhle schon irgendwie finden. Hoffe ich. Ja, jetzt gerade geht's irgendwie nicht so voran, wie ich möchte. Ich hoffe wirklich, dass ich damit klarkomme. Weil ich bin mir selber nicht so ganz sicher. Ich geh halt über den Baumstamm drüber, Junge. Hindernisparcours ist das hier. Mehr nicht. Schaffe ich alles. Yeah. So, es müsste eigentlich hier ganz in der Nähe sein. Wenn ich es jetzt wirklich hingekriegt habe, mich mit der Karte zu orientieren. Ja, den Vogel, den lasse ich da jetzt mal liegen. Ich habe den schon gesehen. Ganz kurz. Für eine Millisekunde. Eigentlich müsste ich jetzt auf dem richtigen Weg sein. Oder? Oder? Hier muss irgendwo der Fluss sein. Und von hier aus sollte ich dann die Höhle sehen können. Wenn sie denn hier ist. Ich weiß nicht, ist sie hier? Hier irgendwo? Oder da? Hä? Das ist jetzt aber sehr komisch. Ich
Ich meine, dass ich alles richtig gemacht habe. Warte mal, also, wo soll die Hülle angeblich sein? Hier. 42? Ja? Und hier 24. Ich weiß nicht, stimmt das so? 24, ich bin bei 25. Das heißt, weit kann es nicht mehr sein. Ach, 43 bin ich gerade. Da muss ich noch weiter. Jetzt komm schon. Streng dich an, Junge. Du schaffst das. Da ist irgendwas runtergefallen. Was ist das? Alles klar, war einfach nur ein Stein. Ah, wub. So. Hier? Nein. Wow. Hier vielleicht? Das gibt's ja nicht. Wo ist denn die? Ah, hier. Sehr gut. Oh, ho, 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 ho. Au! Du blödes Kackvieh, du. Du willst mich verarschen, oder? Nein, nicht sterben. Nimm doch den Speer, Mann. Der nimmt den Scheiß-Speer nicht. Jetzt, warum nimmt er den Speer nicht? Geht doch. Jetzt stirb. Warum stirbt das Ding nicht? Das Ding ist unbesiegbar. Endlich. So, ja. Bis wir das hier gefunden haben, sind wir schon tot. Das ist ja toll. Ach ja, das ist ja ganz super. Okay. Wahnsinn. Ein so ein Ding und wir sterben. Toll. Halt mal die Klappe. Hier. Es freut mich. Das freut mich sehr. Ein kleiner Ausflug und wir sterben sofort, hä? Okay. Ja, muss ich auch nicht. So, dann. Schlafen wir doch einfach mal. Ich weiß nicht, ob das für meine geistige Gesundheit jetzt so gut ist. Aber schlafen wir doch einfach mal. Und natürlich habe ich wieder direkt einen Wurm bekommen. Ah, tatsächlich, es hat gut getan zu schlafen. Das ist schön. Ach nee, warte. Ich sehe gerade, das ist nur die Uhr. Nicht die andere Sache. So, und ich will das hier abbauen. Hier, mit dem Eisen. Was brauche ich denn für so eine Hacke? Ich brauche einen Stock. Herstellen. Ein Seil nehme ich an. Schwache Fackel, ja, die braucht man nicht unbedingt. Und ich weiß nicht, ein Stein? Ach, ein Steinmesser wahrscheinlich. Ja, dann brauchen wir wahrscheinlich ein Steinmesser, ja. Herstellen. So, dann. Diese Axt. Ja, dann geh halt weg, Axt. Du bist nur im Weg. Dann das hier. Und ich vermute noch ein Seil. Steinhacke. Ich hoffe, das bringt was. Ich hoffe, das bringt, was es verspricht. Und? Und? Ja. Lehmschmiede. Neuer Eintrag Lehmschmiede. Okay, das wollte ich.
In etwa das wollte ich. Sehr gut. Wir haben es echt geschafft. Geht noch von den Werten, geht noch. Hat man schon schlimmer. Das sage ich irgendwie immer und dann war es doch nicht schlimmer. Hey, das kann doch nicht sein. Man kann doch gar nicht so genau mit dem Ding zielen. Ja. Schön, habe ich dich erwischt, du Kleiner. Habe ich dich erwischt. Erweitern, sammeln. Sehr schön. Okay. Jetzt gehen wir mal weiter rein. Eigentlich müsste ich hier in der Höhle irgendwie so eine Art Minilager aufbauen. So einen Schlafplatz und ein Feuer vielleicht. Damit, wenn ich mal wieder hier reinkomme. Obwohl, eigentlich. Nee, hier in dieser Höhle nicht unbedingt. Merke ich gerade, weil die hier ist ein bisschen zu klein. Ist das wirklich schon alles? Ich glaube schon. Bin ich jetzt extra den ganzen weiten Weg hierher gelaufen und habe mir so einen Ärger gemacht, nur damit ich das hier machen kann, oder? Dieses kleine Stück Scheiße da abbauen. Ja, sieht echt danach aus. Genau. Okay. Ja, das habe ich jetzt getan. Auch gut. Wir brauchen auf jeden Fall mal wieder Steine, weil ich habe jetzt alles verbraucht. Das Wasser ist ein bisschen laut. Es ist ein bisschen sehr laut. Oh, ich habe da wieder was. Ihr habt euch schon gesehen, ja. Ihr Parasiten da, was auch immer ihr seid. So. Habe ich meine Axt wieder eingepackt? Ja, habe ich. Gut, dann habe ich jetzt, was ich wollte, mehr oder weniger. Eigentlich dachte ich, das wäre wesentlich mehr. Ja, nein, nein, nein. Genau. Wir sind jetzt hier, circa. Was ist denn das? Ach, das wird der Aufzug sein und die Goldmine. Ah. Und was war dann hier gleich wieder? Ah, ich weiß es nicht mehr. Wir müssen jetzt erstmal nach Hause. Dafür müssen wir 46, hier oben steht die Zahl 46 und da steht noch eine Zahl 25. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ist mir auch egal. Weil eigentlich muss ich mich nur an diese Richtungsangabe halten. Damit ich einigermaßen klarkomme. Das habe ich anfangs nicht verstanden. Aber jetzt verstehe ich es. Und das ist gut. Weil ich habe wieder dazugelernt. Ja, dazugelernt, aber ich will nicht darunter fallen. So. Den Stein, den nehme ich gleich mit. Und von oben fallen einfach Steine runter. Okay. Was ist das? Noch ein Stein? Ja. Muss ich nicht unbedingt jeden Stein mitnehmen, ne? Was ist das für ein Geräusch? So, also jetzt komme ich mit der Karte anscheinend zurecht. Allem Anschein nach, ich will nicht voreilig sein. Nur weil ich jetzt einmal was gefunden habe, das heißt gar nichts. Das heißt überhaupt gar nichts. Ich darf nicht mehr springen, ja. Bin schon zu fertig. Und ich kann nicht mehr springen. Sagen wir es so. Da liegt noch was da hinten. Ja, die nehme ich immer wieder gern. Und ich glaube, ich hatte noch eine Banane im Inventar, ne? Aufheben, damit ich sie nicht verliere. Ich will dich nicht verlieren, Kokosnuss. Ich gehe jetzt schlafen. Genau richtiges Timing, wie es aussieht. So, ja, wir können es uns, glaube ich, noch leisten, eine Runde ordentlich durchzupennen.
Jetzt ist die Kokosnuss weg, oder? Nein, sie ist noch da. Ja, dann nehmen wir den Stock halt mit. Die hier. Jetzt willst du mich verarschen, macht die Kokosnuss kaputt. Hä? Ja, komm, jetzt gucken wir erstmal, was haben wir denn wieder, bevor es uns wieder schlecht geht. Ja, weil der kriegt das gerade irgendwie nicht hin mit der Kokosnuss. Wo ist es denn? Da. Hier, wir brauchen eine Nadel. Und einen Verband. So, was passiert? Ab und zu kriegt man mal Würmchen. Und wir kriegen sie halt die ganze Zeit. Jetzt mach doch endlich das Ding auf. Upsi. Haha, egal. Essen. Jetzt habe ich das Wasser nicht genommen, was so dünn war. Ist aber nicht so schlimm. Kein Platz mehr? Ist auch nicht schlimm. Alles nicht schlimm. Wie können wir denn keinen Platz mehr haben? Ach so, wegen der Federn. Ja, Stapel zerstören. Ich glaube, ich habe jetzt auch keine Pfeile mehr verbraucht seit einiger Zeit. Und mit der Feder kann ich... Ach ja, stimmt. Ich brauche da mehrere Federn. Ja, egal, alles weg. Kokosnussschalen sind mir tatsächlich wichtiger. Obwohl ich schon so viele davon habe. So, wo wollte ich hin? 46, 25. 46, 25. Gehen wir einfach mal in die Richtung. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Weil man merkt es ja doch erst relativ spät, wenn man hier in die falsche Richtung geht mit dem System. Nenne ich es jetzt einfach mal ganz blöd, was ich da habe. Aber es funktioniert alles. Es so klappt es tatsächlich ganz gut. Das ist wunderschön. Ja, die Spinnen brauchen wir jetzt nicht zwingend. Also die kann man auch einfach da lassen. So, wir machen uns jetzt erstmal wieder ein kleines Feuerchen, oder? Oder wie viel von dem Fleisch muss ich denn hier schon zerstören? Eigentlich alles. Hier, ich esse meine Bananen. Wie lange ist denn das noch haltbar? 7 Stunden. Und ein paar Minuten, ja. Komm. Kann man alles. Hier. Hallo? Sammeln bitte. Okay, der sammelt gerade nicht. Der bewegt sich gerade auch nicht. Das kenne ich schon, da muss ich eigentlich einfach nur schlafen, aber das geht gerade irgendwie nicht. Irgendwie hängt er gerade, das muss mit meinem Spiel zu tun haben. Hallo? Der bewegt sich gerade nicht. Ach komm schon, jetzt hängt er an dieser Sammelbewegung fest, oder was? Ach nö, jetzt, das müsste dann, da müsste ich mein Spiel neu starten. Nein, komm schon, beweg dich. Oh, beweg dich, Junge. Echt jetzt? Na gut, dann unterbreche ich die Aufnahme hier einfach mal und schalte euch dann wieder dazu, wenn der Typ sich mal wieder bewegt. Wir sehen uns dann gleich oder hören uns. Super, okay, hab's eigentlich relativ schnell wieder hingekriegt. Das war ganz wunderbar. Keine Ahnung, warum der manchmal solche Probleme hat. Natürlich habe ich ihn nicht getroffen. Eigentlich habe ich voll in seinen Kopf geballert, aber irgendwie sieht der das anders. So, ich habe schon wieder irgendwas. Nein. Dann würde ich jetzt erstmal herausfinden, was kann man mit dem Eisen alles machen. Und als nächstes, also danach,
könnten wir ja mal wieder storytechnisch weiterkommen. Meint ihr nicht auch? Aber erstmal, bevor ich das alles mache, hier mein ganzes Zeug zerlegen. Hoffentlich macht das diesmal richtig. Ja, der hat da irgendwie gerade sehr große Probleme mit das Fleisch zu sammeln. Das hier kann man zerstören. So. Hier noch ein bisschen mehr sammeln. Und das hier ist noch 6 Stunden lang haltbar. Wir könnten uns in der Zeit schon ein Feuerchen machen, aber ich habe hier so viel auf dem Grill eigentlich. Also das muss nicht zwingend sein. Ich kann mir auch die ganze Zeit wieder was Neues holen. Ah, Menschenfleisch sollte ich jetzt nicht essen. Das ist jetzt vielleicht nicht so die beste Idee. Hier nehmen wir mal das Krötenfleisch. Das gibt uns auch Energie wieder. Und was brauchen wir noch? Eigentlich alles. Also eigentlich kann ich alles essen. Jaguarfleisch. Ja, warum nicht? Wer von euch hat schon mal Jaguar gegessen? Also ich habe noch kein Jaguar gegessen. Riesenkröte getrocknet. Esse ich auch. So. Und schon haben wir wieder nichts mehr. Schon ist wieder auf dem Grill sehr, sehr viel Platz. Ist eigentlich gut, dass man hier auch speichern kann, ne? Da müsste ich aber jetzt tatsächlich doch nochmal was jagen. Damit wir für unsere große Reise auch genug haben. Also eigentlich müsste ich doch schon. Nicht genug Platz, aber... Ich kann das hier so sammeln. Und das hier wieder aufbauen. Und jetzt natürlich noch wieder Platz im Inventar schaffen, weil aus irgendeinem Grund bin ich wieder sehr, sehr schwer. Weiß der Teufel, wieso? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich wegen dem Kupfer, was ich da gesammelt habe. Ja, komm, ist egal. Oder was habe ich da eigentlich gesammelt? Ich weiß gar nicht, was das ist. Warum nenne ich es dann Kupfer? Was ist das? Eisenerz. Dann tun wir das Eisenerz erstmal dahin, bis ich es brauche. Ach ja, mein Messer. Dann bleibt es halt da liegen. Und kriege ich den? Nein, den kriege ich nicht mehr. Weil ich ihn auch nicht mehr sehe. Zerstören. Das geht mir. Jetzt zerstör es doch. Essen. Gut, erstmal eine Runde waschen. Dann sollten wir vielleicht mal wieder jagen. Und ein bisschen was grillen. Dann kann man weiter gucken. Hier, ich zerstöre jetzt mal den langen Stock, damit ich schon mal ein bisschen was habe für mein Feuer. Genau. Ach, den habe ich jetzt zu spät gesehen. Und das, was ich hier habe, lege ich schon mal hier auf den Grill. Das ist wahrscheinlich am besten so. Gut, gut, gut. Ach, das ist dann aber auch mein letzter Grillanzünder, ne? So nenne ich es jetzt einfach mal, Grillanzünder. Hm, auch nicht so gut. Wo ist ein Feuer da? So. Würdest du bitte? Gut. Hm, holen wir uns schnell ein bisschen Holz. Um unser kleines Feuerchen zu machen. Ach verdammt, hat er mich schon wieder bemerkt. Stöcksche. Ja, ja, gerne. Alles her damit.
Ja, ich lebe einfach von dem, was der Wald mir gibt. Und das ist nicht viel. Mal gucken, ob ich ihn diesmal treffe. Das gibt es nicht. Keine Chance, wirklich. Keine Chance, absolut nicht. Vielleicht kann ich mich ranschleichen, das wäre ganz praktisch. Oder ich gehe ins Wasser, denn unser Freund der Jaguar ist da. Und der Kleine, der mag das Wasser anscheinend nicht so. Ja, du liebes Miezekätzchen, magst du das Wasser nicht, ja? Ja, du magst das Wasser nicht, ne? Du magst das nicht. Ich mag das aber, weil du magst das nicht. Deswegen mag ich das. Und deswegen mache ich jetzt den hier. Ich wollte ja auf die Jagd gehen. Boah, wie es denn durchbohrt hat. Leck mich am Arsch. Ich wollte ja auf die Jagd gehen und das habe ich jetzt geschafft. Das ist doch schön. Das Wasser ist echt die beste Verteidigung gegen den. Supergeil. Nice. Und jetzt muss ich mich erstens waschen und dann schlafen legen. Das heißt, das Fleisch, was ich da jetzt noch auf dem Grill habe, wird wahrscheinlich schlecht werden. Aber dagegen kann ich nicht viel machen. Also solange wir Wasser in unserer Nähe haben, ist es ganz einfach, den Jaguar zu besiegen. Alles andere müssen wir mal gucken. So. Wir sind halt einfach ein Jaguar-Killer. Die haben keine Chance gegen uns. So sieht's aus. Aufwachen. Ich würde nämlich ganz gerne vermeiden, dass mein Fleisch schlecht wird. Wenn es das nicht schon ist. Also, es sieht schon ein bisschen übel aus, aber anscheinend ist noch alles okay. Eins noch. Das gibt's hier nicht. Das gibt's nicht. Ein einziger Stock noch. Wo bist du denn? Oh, da sind noch mehr Pilze, die ich gebrauchen kann. Schön. Super. Lauf doch! Warum läuft er nicht? Weißt du was? Die Bananen, die nehme ich mir jetzt noch mit. Einmal. Zweimal. So. Gut, und das ist jetzt mein letzter Grillanzünder, ne? Das muss also von der Ausdauer her reichen. So. Wir sind die besten Grillmeister auf dem ganzen Planeten. Wahrscheinlich die einzigen, die grillen können. Ich brauche mein Feuerbrett, bitte. Oh Gott, das wird knapp. Von der Ausdauer her, das wird sehr, sehr knapp. Komm schon, tief durchatmen, dann schaffst du das. Ja, schön. Geil. Hey, die trocknen ja auch so, müssen die gar nicht am Feuer sein. Weil die sind jetzt auch so getrocknet. Ich bleib jetzt erstmal hier ein bisschen am Feuer vielleicht stehen. Ich kann ja hier schon mal mein Leopardenfleisch oder was das war drauflegen. Jaguarfleisch. Vielleicht braucht es gar kein Feuer, damit es trocknet. Ich dachte, das braucht welches, aber wenn nicht, ist es natürlich noch besser. So. Geistige Gesundheit machen die Minus. Das ist jetzt nicht so gut. Fünfmal Maden. Ich würde mir gerne was zum Trinken machen. Ich habe hier ja genug Kokosnussschalen über. Die
kann man schon mal hernehmen, wenn sie schon da liegen. Jo. Du kommst dahin. Und du dahin. Haben wir denn noch Wasser überhaupt? Ja, wir haben noch Wasser, okay. Einmal. Und noch einmal. Ah, endlich mal wieder Wasser trinken, ohne zu sterben. So, und das kommt dahin. Perfekt, wir sind Meisterkoch. Oh, ich muss ja gleich wieder schlafen. Ja, Energie und Hydration. Hydropumpe. Immer schön speichern vor dem Schlafen gehen, Kinder. Das müsst ihr euch merken. Das erzählen euch eure Eltern wahrscheinlich nicht oft genug, darum erzähle ich euch das. Und jetzt können wir erstmal schön auspennen. Oh, nice. Ausschlafen ist was Schönes. Gut. Ja, hat man schon schlimmer. Schlimmer geht's immer. Ich hole mir jetzt erstmal wieder was, um den Grill anzuzünden. Aber ich gehe vielleicht ein bisschen weiter weg. Wo könnten wir denn was finden? Warte mal, steht da in dem Buch auch, ob wir uns andere Grillanzünder hier irgendwie machen können? Warte, die Pflanze stört mich gerade ein bisschen. So. Nicht das, sondern... Oh, ich habe wieder was. Aha, aha. Ich schaue mittlerweile schon gar nicht mehr in die Kokosnussschalen rein, die ich draußen stehen habe, weil ich schon weiß, es regnet aus irgendeinem Grund nicht mehr. Und ich weiß nicht warum. Vielleicht ist es einfach irgendein Update, aber wenn ja, dann mag ich dieses Update nicht. Ach man, was mache ich denn da? Ich brauche das Buch. So, ich wollte nämlich gucken... Handbauer Stock oder Feuerbrett? Kleiner Stock. Hm. Okay, nein. Fackel, Stock und Seil. Axt, Stock, Stein, Seil. Warte, was? Knochenseil. Ach, Knochenmesser. Oh mein Gott. Ich bin ja auch doof. Steinspeer, Bogen, Klingenaxt, Knochenaxt, Knochenspeer, Steinhacke, alles was irgendwie mit Blättern ist. Also nein, hier sind keine Anzünder zu sehen. Ja, dann... Wisst ihr was? Ich mache jetzt erstmal hier die Nadel herstellen, die ich angeblich machen kann. Knochen oder Haken. Was kann ich jetzt mit dem Haken machen? Knochenhaken. Ja, das ist schön, aber was kann ich damit machen? Knochen... Und mit dem Knochenhaken? Ups, nein. Warte, was kann man mit einem Haken machen? Man kann sich daraus eine Angel bauen. Hä? Okay, das ist jetzt sehr komisch. Ich dachte, ich kann mir daraus eine Angel bauen. Herstellen. Dann bräuchten wir auch ein Seil. Ich versuche das jetzt mal, eine Angel herzustellen. Weil eigentlich müsste das doch gehen.
Das ist sehr komisch. Wofür brauche ich dann den Haken? Na gut, ich wollte Grillanzünder, ne? Die werden mir irgendwann ausgehen, wenn ich so weitermache. Ich will die eigentlich gar nicht alle abholzen, weil die geben hier schöne Sachen. Ich würde gerne die hier hernehmen. Geht das nicht? Na, Mann, du bist einfach zu doof. Ich will das zerstören und der kriegt es einfach nicht hin. Ja, okay, dann muss ich echt einen von denen hier kaputt machen. So, damit ich wieder ein bisschen was zum Grillen habe. Ich sehe nichts mehr. Ja, das habe ich eigentlich nicht angeguckt. Ach so. Hä? Hier waren doch ein ganzer Haufen davon. Wo seid ihr, Palmblätter? Würdest du bitte mal das hier angucken? Dankeschön. Gut. Ich glaube, ich habe eigentlich drei gezählt, aber die werde ich hier niemals finden. Ah, doch, da. Nein. So. Schön. Jetzt habe ich das auch. Boah, geh doch mal weg. Okay, sollte ich vielleicht noch ein bisschen jagen gehen? Da war was. Als ich hier durchgegangen bin. Unbekannte Frucht. Essen. Wow. Okay. Das wusste ich nicht. Das habe ich vorher nie gesehen. Und hier ist noch was. Hey, 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 jetzt werde ich ja reich beschenkt. Jetzt machen wir uns erstmal Verbände für die nächste Reise. Weil das würde ich jetzt dann auch mal wieder machen. Einfach in der Story mal weiterkommen. Das wäre schon ganz nice. Aber wir werden sowieso direkt am Anfang der Reise wieder sterben. Von daher ist es ziemlich egal. Gut. Geh mal darüber. Danke. Das Feuer ist wahrscheinlich wieder aus. Ja, das geht jetzt auch so schnell wieder aus. Krass. Das ist schon heftig, dass es jetzt so schnell wieder ausgeht. Also es gab anscheinend ein Update und dieses Update, muss ich sagen, gefällt mir nicht so gut. Ja, komm, ich sollte jetzt noch ein Feuer machen. Einfach nur, um sicher zu gehen. Dass es auch alles durch ist. Wahrscheinlich bräuchte ich so ein Feuer mit mehreren Steinen, damit es nicht die ganze Zeit ausgeht. Ja, ich musste mich bewegen. Okay, wenn wir schon Holz sammeln gehen, dann gehen wir aber in die Richtung. Damit wir nebenbei vielleicht noch was jagen können. Ach man, ich sehe die immer so spät, die sind so klein. Hopp. Hallo, kleiner Vogel. Ja, das brauche ich auch nicht, die ganzen Federn. Wer braucht die schon? Meine Pfeile müssten eigentlich noch hier irgendwo liegen. Ach komm. Ich sammle jetzt erstmal mein Holz. Das ich brauche. Wo kriege ich das bitte her? Von hier. Einfach weg mit dem Baum.
Ich muss mich ja für die Reise vorbereiten, die wir dann demnächst irgendwann machen werden. Da ist ja schon ganz gut, wenn ich hier erstmal meine ganzen Lebensmittelvorräte auffülle. So. Vielleicht brauche ich auch herstellen. Du sollst es herstellen und nicht drauf rumschlagen. Für die Angel. Aber was soll ich denn sonst mit dem Knochen machen? Das ergibt keinen Sinn. Mit dem Knochenhaken. Oder muss ich das auch erst... Ich verstehe es nicht. Bogen brauche ich nicht. Na, dann kapier ich es nicht. Sorry. Dann verstehe ich es nicht. Bin ich wahrscheinlich einfach zu doof für. Für was braucht man dann den Haken? Sammeln. Jetzt müsste ich dann eh genug haben. Genau, wieder zurückgehen. Und das Feuer fertig machen dann. Fertig grillen lassen. Und zum Schluss können wir wahrscheinlich wieder Richtung Story. Jetzt hätte ich fast Mission gesagt, aber das ist es ja nicht. Können wir wieder Richtung Story gehen. Und ich habe mich wieder verlaufen, oder? Ist ja jetzt kein Problem, weil ich kann mit der Karte ja jetzt umgehen, wie es aussieht. Halt die Klappe, du Schwein. Karte. Ich muss nur gucken, wo genau. 46, 25. 46. Okay, wir sind eh ganz in der Nähe. Eigentlich müsste ich schon sehen können sogar. Lager, wo bist du? Würde bitte mal... hey, ich entferne mich vom Lager. Okay, dass ich mich selbst nach so kurzen Strecken schon verlaufe, ist ein bisschen peinlich. Aber leider normal. Ach ja, jetzt kommt er da wieder nicht normal ran. Jetzt würdest du bitte normal dich bewegen, Junge. Danke. So. Das sind ja die Superpilze hier, die blauen, die sind echt cool. Ich höre das Schwein, aber ich sehe es nicht. Nee. Es sieht mich aber. Ich habe keine Chance, dass ich es sehe, aber das Schwein sieht mich. Alles klar. Aber warte mal. Eigentlich müssen die ja irgendwann aufhören, sich zu bewegen. Ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich. Jetzt hau mal richtig drauf. So. Ja. Noch mehr Fleisch für unsere Sammlung. Oh no, ich bin zu schwer. Ja, geil. Ah, schön. Das war jetzt aber ein sehr glücklicher Zufall. Das wird direkt gespeichert. Nice. Das heißt, wir haben für unseren Ausflug richtig viel zum Fordern. Wahrscheinlich sogar zu viel. So viel werden wir gar nicht tragen können. So.
Geile Sache. Dann brauchen wir noch ein Feuerchen zum Schluss und dann ist die Sache erledigt. Benutzen. Ja, hier haben wir noch einen Anzünder über. Ach nö. Nö, 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 nö. Warte, weißt du was? Ich lade das Spiel direkt, weil Anzünder sind mir gerade zu wichtig. Ich weiß nicht warum, aber sie sind mir wichtig. Das müsste der letzte Speicherstand von gerade eben sein. Oh. Ja, okay, ich habe gerade gesehen, wir sind deutlich über die Zeit drüber. Ja, ich wollte aber eigentlich noch fertig grillen, ne? Eigentlich wollte ich das schon noch machen. Wie weit ist denn das Fleisch hier? Ich würde auch gerne sehen, ob das von alleine trocknet oder ob ich wirklich unbedingt so einen Anzünder brauche. So ein Grill halt, so ein Feuer. Weil eigentlich ist es dann doch jedes Mal ziemlich hardcore, das zu machen. Weil das verschlingt ja Unmengen an Ressourcen, habe ich den Eindruck. Ha, ich habe keinen Platz mehr auf dem Grill. Sehe ich gerade, ich habe keinen Platz mehr. Scheiße. Doch, da vorne ist noch was. Sehr gut. Dann Jaguarfleisch. Menschenfleisch. Essen. Das braucht man ja hier nicht. Also weg damit. Zack. Ja, dann würde ich jetzt einfach mal direkt warten. Die rennen hier einfach rum. Eigentlich hier könnte ich mich hier mit Fleisch eindecken. Richtig, richtig fett zudecken und dann einfach hier Metzgerei aufmachen, aber ja, bin ich zu faul für. So, aufwachen bitte. Und sind sie jetzt vergammelt? Die ganzen Sachen. Nee, die trocknen also auch ohne Feuer. Ha! Die trocknen auch ohne Feuer. Das ist ja... Das ist ja was. Das ist ja was Feines. Okay, dann müssen wir erstmal dafür sorgen, dass wir irgendwie leichter werden. Wahrscheinlich lege ich einfach die ganzen Knochen ab. Oh, das sind nur zwei Stück. Ja, was mache ich denn da? Was mache ich denn da? Ich habe immer gedacht, ich muss hier halt alle grillen und sowas und dabei war das gar nicht nötig, voll die Verschwendung. So, was mache ich jetzt? Ich kann mein Fleisch, glaube ich, erstmal da reinlegen, oder? Das möchte ich aber nicht, wenn ich ehrlich bin. Oder wisst ihr was? Ich beende die Folge hier erstmal. Ich hoffe mal wieder, dass es euch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und dann denke ich mal, dass wir entweder nächste oder übernächste Folge in der Story weitermachen. Indem wir da den Kletterhaken benutzen, den wir hier übrigens haben. Den habe ich auch erst in der Aufnahme wieder gesehen. Und ja, dann, wie gesagt, hoffe ich mal wieder, dass ihr sehr viel Spaß hattet und dass wir uns in der nächsten Folge von Green Hell wiedersehen. Bis dahin, ciao!